Bundesligaspiel pfeifen. Aber da war noch das Interview in einer Sportzeitung über die Kollegen. Der DFB hat es auch gelesen und Wolf-Günther Wiesel aus Bad Bergen wurde vom Schiedsrichterausschuss gesperrt. Zum zweiten Mal in seiner Laufbahn. Entschieden wird darüber nächste Woche, wie lange es ist. Also herzlich willkommen in Dortmund, Manfred Schmidt aus Bad Hersfeld zu seinem 5. Bundesligaspiel. Dortmund legte von rechts nach links los. Günter Kutowski, Manndecker für Michael Schulz. Kalle Riedle im Duell mit Nils Schmäler. Der Dresdner spielte gegen Bayern Libero, gegen Wattenscheid gar nicht und heute Manndecker gegen Karl-Heinz Riedle. 8. Minute, Ecke Dortmund. Knut Reinhardt sucht Karl-Heinz Riedle, der springt hoch, aber nicht regelgerecht. Das interne Duell Riedle gegen Schmäler. Nach diesem Foul 1:1 unentschieden nach Regelverstößen. Wenn wir jetzt schon wieder Dortmund zeigen, dann muss man erwähnen, dass Dresden sich auch bemühte, konstruktiv mitzuspielen. Trotzdem Dortmunder Dominanz. Bodo Schmidt. Michael Zorc, der Kapitän. Karl-Heinz Riedle, Tscherchessow. Hat aufgepasst, der erste Torschuss der Partie. Dresden. Nils Schmäler kriegt den Pass nicht, dafür Knut Reinhardt, flott auf Chapuisat, ganz allein, er könnte abspielen, tut es nicht, vertut die Chance. Zu sehr auf den Boden geschaut, zum Glück für Dresden und Trainer Sigi Held. Ab der 20. Minute bekommt das Spiel dann plötzlich eine ganz andere Dynamik. Hier trifft bei der Landung Knut Reinhardt Mario Kern, der scheidet aus mit einer Risswunde im Oberschenkel, für ihn kommt als neuer Mann Miroslav Stevic. Dortmund 5 Minuten später auch im Pech. Michael Zorc muss mit einem Muskelfaserriss in der Wade raus. Lothar Sippel wird von Trainer Hitzfeld in die Partie geschickt. Verletzungssorgen folgen hektische Spielszenen. So wie hier Sammer prallt zusammen mit Kern. Freund fault Pilz, da kommt der Pfiff von Schiffer Schmidt. Und zur Überraschung von allen 40.000 Zuschauern und Trainern und den Spielern zeigt der Schiedsrichter Schmidt gelb für Matthias Sammer, nicht für Steffen Freund, angeblich wegen Reklamierens. Jetzt reklamiert er und sagt, weiter geht's Jungs, jetzt doch gerade. 4 Minuten später diese Szene, Sammer, die Dresdner im Ballbesitz, mal wieder Markus Kranz, Sammer grätscht gegen Thomas Rath. Freistoß Dresden und gelb-rot für Matthias Sammer. Der dritte Platzverweis in seiner Karriere. Es war wegen der komischen Gelben vorher. Das Foul in dieser Szene, okay, gelb-würdig, aber vorher, das bleibt zu diskutieren. Gut eine halbe Stunde gespielt und weiter geht's mit Szenen für den Freund von Spannung, Dramatik und Kuriositäten. Poschner, Kutowski. An die Latte, Tscherchessow, Chapuisat fällt, Riedle setzt nach, daneben. Und der Schiedsrichter pfeift 11 Meter. Das reicht ihm aber nicht. Zusätzlich geht er an die Tasche und zeigt rot für Nils Schmäler. Wir schauen nach, ob es stimmt, ob Schmäler zu Recht des Feldes verwiesen wurde. Die Szene zeigt Kutowskis Schuss. Tscherchessow macht es weiter spannend, der Ball bleibt im Spiel, da wird er umgerissen, allerdings von Schössler. Schmäler musste gehen, Knut Reinhardt und der Elfmeter, die Möglichkeit zum ersten Tor. Tscherchessow, der hält, Reinhardt im Nachschuss, Riedle, der Ball im Tor, nein, nicht im Tor. Das ist hier die Frage, vor oder hinter der Linie, was für eine Dramatik, verrät es die Technik. Reinhardt verschießt seinen ersten Elfmeter in der Bundesliga überhaupt. Riedle mit dem Köpfchen dazwischen, der Ball etwas hinter der Linie, hier etwas hinter, aber vielleicht nicht weit genug, wer will das entscheiden, auch die Zeitlupe lässt keinen eingültigen Entschluss zu, also bleibt's dabei. Das Spiel geht weiter, Bodo Schmidt auf Chapuisat, abseits verdächtig. Doch da das 1:0. 36. Minute, weil Schappi vogelfrei da rumlaufen sollte.
In der Zeitlupe sehen wir nicht genau, ob Abseits war, aber oben am Bildrand den Linienrichter, wie er zeigt, weiter geht's. Also kein Abseits. Proteste sinnlos, 1:0 für Dortmund. 40. Minute, nochmal Dortmund. Knut Reinhardt, Chapuisat, der Torschütze. Steffen Freund. Der Schuss und der Torhüter. Wunderbarer Fußball neben dem Kartenfestival. Dankeschön an den Schützen Steffen Freund und an den russischen Torhüter Tscherchesow dafür diese Zeitlupe. Dann war Pause auch für die Schiedsrichter. Bilanz, ein Tor, ein verschossener Elfmeter und schon zwei Platzverweise. 15 Minuten Ruhe, um über alles nochmal nachzudenken. Wie der Beginn der zweiten Hälfte zeigt, war die Denkpause zu kurz. Schon die erste Aktion, Fortsetzung der Unglaublichkeiten. Freistoß hier wegen Handspiel von Günther Kutowski. Alle schauen und viele wissen schon oder ahnen es. Rote Karte gegen den Dortmunder. Die Zeitlupe lässt es hier ein wenig erahnen, dass Günther Kutowski, der zwischenzeitlich Kapitän war, der Ball ja an den Oberarm springt oder an die Schulter. Absicht, ich würde sagen, nein, Platzverweis. Trotzdem 9 Dortmunder gegen 10 Dresdner. 9 Minuten später, Ned Selic, der Libero. Doppelpass mit dem jetzt den dritten Kapitän, Knut Reinhardt. Foul an Selic. Die Folge, ganz klar, Schiedsrichter Schmidt greift in zwei Taschen auf einmal. Das heißt, Matthias Mauch sieht gelb-rot, auch tschüss. Der nächste Feldverweis also wegen dieses Foulspiels. Und weil Mauch schon mal verwarnt war. Die Trainer Held und Hitzfeld, nun die besten Freunde, hatten so ein Kartenfestival auch noch nie erlebt. Aber es ging weiter, meine Herren. Dresden spielte trotzdem munter weiter. Markus Kranz, immerhin ein Torschuss. Danach Dortmund mit viel Platz und viel Ruhe. Karl-Heinz Riedle, Lothar Sippel. Naja, der war leicht haltbar. Weiter geht's mit Knut Reinhardt und dem Einwurf. Chapuisat, Reinhardt. Flanke auf Kalle Riedle, der den Ball hier wunderschön behandelt. Und knapp verzieht. Toll von Karl-Heinz Riedle, wie er den Ball mit dem Kopf annimmt. Pech für Rath, der hier ausrutscht, aber Riedle kann mit dem Vorteil nichts anfangen. Weiter 1:0 für Dortmund. 70. Minute in dieser Szene. Fällt da, jawohl, da fällt ein Dortmunder und Schiri Schmidt greift wieder in die Tasche. Markus Kranz sieht gelb und dann, ja was wohl, noch die rote hinterher. Auf Wiedersehen, Markus Kranz. Die Zuschauer lachten schon über die Feldverweise, die Spieler nicht. Also Freistoß Dortmund. Stefan Chapuisat und das 2:0. Jubel BVB. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir tat Dresden leid. 4,5 Dresden an der Mauer. Viel mehr konnten schon kaum noch dort stehen. Der Schuss unhaltbar. Hans-Uwe Pilz sitzt hier zwar noch am Boden, aber das Spiel lief schon weiter. Auch er konnte es nicht fassen. Sowas hat er noch nicht erlebt. Danach eine Karte für Schössler, aber diesmal nur gelb. Puh. Danach wieder viel Platz, diesmal für Dresden. Rösler, Stevic. Stevic, die steckten nicht auch die auf, die tapferen Jungs. Wieder ein Torschuss, doch es änderte nichts. 89. Minute. Steffen Freund bedient Karl-Heinz Riedle, abseitsverdächtig. Wir können es nicht entscheiden. Auf jeden Fall ein Tor. 3:0 für Dortmund, weil Steffen Freund Kalle Riedle gesehen hatte in den freien Raum. Denn hier war nur freier Raum. Mehr gab es hier nicht. Es gab keinen besetzten Raum in den freien Raum. Und folgerichtig das dritte Tor der Dortmunder. Natürlich zeitgleich der K.O. für Dresden. Aber es ging weiter. Knut Reinhardts langer Pass auf Kalle Riedle. Mutterseelen allein, Schössler stört. Riedle, alle fallen. Riedle hat den Überblick. Chapuisat! Chapuisat und das 4:0. Sein zweites Tor. 90. Minute. Tscherchesow konnte einem leid tun.
Er hatte prima gehalten, trotzdem 4 Tore kassiert. Das 4:0 war natürlich zugleich der Endstand. Resümee, 4 Tore für Dortmund, ein Sieg, 5 Platzverweise von Herrn Schmidt, insgesamt schon 9. Und das bei erst 5 Bundesliga-Einsätzen. Stolze Bilanz. Daniel Günther befragt den Schiedsrichter. Als Sie jetzt gerade mit Ihren Linienrichtern in der Kabine gesessen haben, sind Sie da schon einige Entscheidungen durchgegangen? Haben Sie das schon gemacht? Nee, die Entscheidungen waren an sich so klar, dass wir das gar nicht durchgehen brauchten. Wir haben es nur noch mal abgestimmt, die gelben und roten Karten für den Spielbericht, aber jetzt irgendwie eine gegenseitige Rechtfertigung. Die Entscheidungen waren für mich sonnenklar und so habe ich es auch am Spielfeld entschieden. Und jetzt hatten in Dortmund endlich alle Ruhe.